Ich bin ja als MINT-Lehrer sowieso, versuche ich auch immer den Schülern zu sagen, das ist nicht nur Schule, was wir hier machen, sondern das hat natürlich alles auch Auswirkungen in der Berufswelt, in ganz vielen Anwendungen im Alltag. Deshalb gehe ich natürlich auch gerne mit meinen Schülern in außerschulische Lernorte, zum Beispiel in der Covestro AG oder Museen in Bonn, wo ich unterrichte, haben wir viele Möglichkeiten, wo wir zum Beispiel das Goldfußmuseum, das Alexander-König-Museum oder das Rheinische Landesmuseum, wo man auch gerade biologiebezogene Exponate sehr schön sehen kann. Das lockert den Unterricht super auf. Die Schüler finden es eigentlich immer sehr motivierend, wenn sie mal rauskommen aus den normalen Klassenräumen. Und das Schönste jetzt natürlich an so einer Sache wie dem Truck ist, da kommt der außerschulische Lernort direkt zu uns. Da muss ich noch nicht mal in die Bahn steigen oder irgendetwas organisieren mit irgendwelchen Gefahren auf Schulwegen. Und das ist natürlich einfach eine tolle und auflockernde Sache. Ich muss gestehen, ehrlich gesagt, relativ gering. Mein Chef kam zu mir und sagte, da kommt jetzt ein Truck, wer kümmert sich drum? Dann habe ich gesagt, ja, ich mache das. Ich musste dann schulorganisatorisch einiges organisieren, also welche Zeiten, in welche Lerngruppen gehen, in welchen Zeiten in den Truck hinein. Das muss man ja in den Schulalltag einpassen, dass auch nicht allzu viel regulärer Unterricht jetzt entfällt oder so etwas. Aber dann haben wir im Prinzip mit ein paar Besprechungen die Zeitslots festgelegt und festgestellt, wann die Gruppen wo rein können. Und die Betreuung an den Tagen selber wurde super von den Leuten vor Ort dann gemacht. Und wir Lehrer, also ich und meine Kollegen, wir waren zur Aufsicht da, aber hatten auch ein relativ entspanntes Arbeiten dort. Es war also schön, auch vom Aufwand her. Die meisten Lehrerkollegen und ich auch waren erstmal sehr angetan von den Angeboten an sich. Es war sehr vielfältig, verschiedene Exponate, verschiedene Stationen, die dort natürlich alle bearbeitet werden konnten. Wir haben festgestellt, dass die Schüler Spaß hatten an den einzelnen Stationen. Sie haben wirklich gerne da gearbeitet. Sie sind neugierig gewesen, wollten auch gerne rein. Sie hatten auch Schüler von außen, die in den Truck rein wollten, aber nicht vorgesehen waren, die Anfragen gestellt haben, wann können wir denn mal rein? Die mussten wir so ein bisschen vertrösten, sagen, wir können leider nicht alle Leute reinlassen. Und die Kollegen, die drin waren, haben mir alle gesagt, dass sie das auch sehr beeindruckend fanden, was sie insgesamt da im Truck gesehen haben. Ich habe selber drei Lerngruppen, die ich auch selber gerade unterrichte, habe ich durch den Truck auch geschleust, sodass ich die Schüler auch direkt befragen konnte in meinem Unterricht. Und das wurde sehr positiv eigentlich bewertet. Viele haben gesagt, oh, die Gedankensteuerung war am besten. Die Sache, wo sie selber ein bisschen, sag ich mal, dieses Computerspiel mit der Gedankensteuerung da machen könnten. Haben einfach mal so leicht gefragt, Daumen hoch, Daumen runter, wie war's, was die MINT-Coaches auch so machen. Das haben die selten, meisten haben wirklich den Daumen hoch gehabt. Es gab wohl einige Schülerinnen, die haben auch in den Fragebögen, die ich dann eingesammelt habe, die sind anonymisiert. Da kann ich jetzt natürlich nicht wissen, von wem kommt da welche Aussage. Aber da habe ich auch nur mal so ein bisschen durchgeblättert. Dann sagt, oh, super, stand also sehr viele positive Äußerungen auch im Truck drin oder in diesen Fragebögen drin. Und insofern, das, was ich von Schülern mitbekommen habe, war sehr positiv. Ich halte die für eine sehr gute Initiative. Ich bin als Lehrer in den MINT-Fächern natürlich auch persönlich daran interessiert, dass Jugendliche und Schüler in diesem Bereich auch sich Interesse dann natürlich entwickeln und vielleicht auch was für ihren späteren Lebensweg da vielleicht auch erwägen, so eine Richtung einzuschlagen. Also das entspricht meiner persönlichen Überzeugung und das korreliert halt voll mit den, ja, mit den Inhalten dieser Stiftung auch und natürlich mit dem Angebot, das der Truck stellt. Da gibt es ja in dem Truck diesen MINT-Navigator, in dem man sich auch konkret orientieren kann, wo welches Angebot ist. Und so ein Angebot gab es meines Erachtens vorher noch nicht. Man kann sich zwar bei einzelnen Unternehmen irgendwo informieren oder bei einzelnen Universitäten, aber in so einer geballten, übersichtlichen Form, das fand ich beeindruckend. Und das gibt den Schülern wirklich auch die Möglichkeit, Informationen zu bekommen, die sie sonst sich vielleicht mühsamer zusammensuchen müssen. Ich denke, da waren einige Aha-Erlebnisse dabei. Wir hatten Schülerinnen aus der 8. Klasse, die zum Beispiel sehr stark auf diesen Roboter angesprungen sind und da richtig positive Äußerungen hatten. Nicht nur, dass es irgendwie auch
lustig oder niedlich fanden, mit diesem Roboter umzugehen, sondern viele dieser Exponate sind auch für die Schüler zum ersten Mal erfahrbar gewesen. Auch Dinge wie die Virtual Reality oder diese Gedankensteuerung, das sind halt Dinge, die sind wahrscheinlich nicht im Alltag der Schüler schon bekannt oder sind sie vielleicht auch noch nicht in Kontakt mitgekommen. Und das ist etwas, wo ich denke, dass es für einige das erste Mal war und damit auch ein Aha-Erlebnis in jeglicher Hinsicht. Und ich habe auch selber ein bisschen auf den Fragebögen geschaut und da wurde ja auch ein Feedback gegeben zu einigen Stationen. Da haben einige wirklich auch begeisterte Kommentare zu bestimmten Dingen abgegeben. Und ich denke, das ist natürlich eine Motivation, sich dann auch weiter damit zu beschäftigen.